Guten Morgen, wir haben ein neues Video. Wir sind in einem Offroad-Park, mal wieder mit dem Cliff 4x4. Und heute, liebe Leute, ist es soweit. Ein Professional Trainer ist mit am Start. Und wir versuchen natürlich ein paar Tipps abzugreifen, damit auch ihr auf eurem nächsten Campingtrip mit dem Mountainbike hoffentlich besser aus patzigen Situationen kommt oder euch traut, in die eine oder andere Schotterstraße mal abzubiegen. Okay, jetzt wird gedriftet. Durchs Ziel durch, kein Hühnchen umgemäht. Leute, tatsächlich, das Intro war heute Morgen und wir sind den ganzen Tag Offroad gefahren und ich konnte einiges an Erfahrung sammeln und ich möchte euch jetzt 5 bzw. sogar noch den 6. Bonustipp oben drauflegen und der wird ziemlich spannend, also müsst ihr bis ganz zum Ende gucken. Tipp Nummer 1 fängt an, den kennt ihr glaube ich alle als Campende, wenn man losfährt und die erste Kurve und irgendwas fällt aus dem Regal, Ladungssicherung. Eigentlich eins der simpelsten und einfachsten Dinge, ist aber beim Offroadfahren noch wichtiger und vor allem ist wichtig, dass man die schweren Sachen oben aus den Regalen vielleicht nach unten macht, weil so eine Schublade kann auch mal, gerade wenn das Auto sich aufschaukelt in so einer Offroad-Situation, wenn man in Löcher reinfährt, in Verschenkungen reinfährt, dann kann es sein, dass so eine Tür nachgibt und der Inhalt sich einfach im kompletten Camper verteilt, zwar kaputt geht oder auf den Kopf fällt oder aufs Haustier fällt, wäre alles nicht so cool. Dementsprechend unterschätzt Ladungssicherung nicht oder unterschätzt wird Ladungssicherung, wie man es auch immer nennen möchte. Schwere Dinge nach unten ist sinnvoll für Gewichtsverteilung im Auto, Grip und vor allem auch bei Schrägfahrt. So, versuchen wir mal die Kupplung kommen zu lassen. Tipp Nummer 2 ist eine Sache, die ich mit dem Lada Niva schon lernen durfte im Offroad-Park und das ist die Motorbremse. Wenn es steil bergab geht, hat man erstmal nur das Gefühl so, ja okay, langsam, also Kupplung und dann mit der Bremse dosiere ich. Aber die Problematik ist, wenn man blockiert, wenn die Vorderreifen rutschen, dann kann ich natürlich auch nicht mehr lenken und ich kann keine Richtung mehr wechseln. Das heißt, ich rutsche einfach der Schwerkraft nach diesen Hang runter oder vielleicht auch auf einen Baum oder gegen einen Stein. Dementsprechend Motorbremse lässt die Räder immer so leicht rotieren und dadurch kann ich dann lenken. Habe das Fahrzeug unter Kontrolle. Das bedarf einer gewissen Mut. Das hatte ich heute mehrere Male vor so einer Rampe, die richtig steil runtergeht, dann tatsächlich so ein bisschen die Kupplung kommen zu lassen und erstmal mit so ein bisschen mehr Schmackes da reinzurollen, damit man in der Motorbremse drin ist, in der Kupplung drin ist. Der erste Gang von dem Ford Transit ist recht dankbar. Also das greift dann auch recht schnell, aber diesen ersten Mutfaktor in die Motorbremse sich reinfallen zu lassen, das muss man natürlich erstmal machen. Sehr dankbar dafür, dass ich diesen Tipp bekommen habe und den möchte ich an euch weitergeben. Tipp Nummer 2, Motorbremse. Oha, jetzt wird's schräg. Leute, ich sag so wie es ist, das fühlt sich einfach so gruselig an. Oha! Tipp Nummer 3 ist, in der Ruhe liegt die Kraft. Irgendwie, ich komme aus dem Rennsport, ich fahre gerne schnell. Am meisten Spaß haben mir heute die Driftkurven gemacht, wo wir mal richtig auf dem Schotter Vollgas im Slalom um Pylonen rumfahren mussten. Aber eigentlich ist Offroad-Fahren etwas sehr Ruhiges und Gemächliches. Und gerade, wenn ihr in Situationen kommt, wo es mal ein bisschen technischer, anspruchsvoller wird, liegt eigentlich in der Ruhe die Kraft, also dann einfach runterbremsen, das Fahrzeug arbeiten lassen. Das hatten wir heute in einigen Situationen. Nein, Lotti? Keine Sorge, Lotte war nicht mit beim Offroaden dabei. Die hat hier heute auf den Hänger aufgepasst und die hat gerade nur ein bisschen Unruhe wegen dem Hupen. Aber wir lassen sie einfach mit dem Video. Du bist heute der Star der Show, Lotte. In der Ruhe liegt die Kraft, ist materialschonend und man hat natürlich immer die Kontrolle. Das heißt, es passiert nichts, wo man dann aus Versehen mal irgendwie zu schnell irgendwo hinrutscht oder irgendwo hinfährt. Dementsprechend lasst euch Zeit, fahrt langsam. Tipp
Nummer 4. Den werdet ihr jetzt nicht verstehen nach Tipp Nummer 3, weil der Tipp Nummer 4 lautet in meinen Augen Gas geben. Haben wir heute so ein bisschen gelernt in steilen Rampen mit der Technik auch dieses Autos. Hat keine Differentialsperre, sondern eine elektronische Sperre. Das heißt, wenn ein Rad durchdreht, dann ist auf der anderen Seite erstmal kein Saft da. Und das wird über dieses ESP oder die elektronische Sperre schon geregelt. Aber dafür muss das Rad, was durchdreht, schon auch ein bisschen schneller durchdrehen, damit diese elektronische Hilfe einschreitet. Das bedeutete heute vor allen Dingen bei den Verschränkungsfahrten oder auch bei den steilen Bergauffahrten, man muss dann schon auch mal aufs Gas gehen, wenn die Reifen durchdrehen, damit es ja vorwärts, in eine Vorwärtsbewegung geht. In dem Fall ist, wenn man diese Schlammspur-Fahrmodus, also den Allrad einschaltet, ist im Prinzip die Geschichte, dass das ESP eh aus ist, aber es ist nicht ganz aus. Es regelt schon noch ein bisschen mit und dementsprechend muss man sein Auto so ein bisschen kennenlernen. Das war unfassbar hilfreich, heute das hier in so einem sicheren Gelände mit einem Trainer zu erfahren, zu lernen und da sich schrittweise so ein bisschen ranzutrauen. Was macht das Fahrzeug eigentlich in welcher Situation, ohne dass man irgendwie am Limit ist oder irgendwas Schreckliches passiert. Auf dem Gas bleiben ist manchmal auch ein Tipp, wenn man bergauf fährt, weil oftmals sich dann wenn man noch eine Vorwärtsbewegung hat und es geht ein bisschen durch, dann kann es sein, dass der Reifen gleich wieder greift. Dann muss man natürlich wieder ein bisschen runter vom Gas gehen und man sollte natürlich aufpassen, dass man sich nicht eingräbt. Das heißt, sobald man auf der Stelle ist, nicht mehr vorwärts kommt und die Reifen zu lange drehen, dann muss man vom Gas gehen. Aber dafür gibt es nämlich Tipp Nummer 5 und der schließt daran an, damit sowas nicht passiert. Ich glaube, Leute, ich werfe gerade mit beiden Rädern in der Luft. Diagonal. Holy fuck. Tipp Nummer 5 ist BeifahrerInnen. Ohne Witz. Zu zweit macht es mehr Spaß und es ist super wichtig, dass er jemanden aussteigen lässt und gucken lässt, weil im Fahrzeug selber sieht man manchmal gar nicht, ob das jetzt ein Stein ist, über den ich einfach nur ein bisschen Schwung brauche, um rüberzukommen, der vom Vorderrad liegt, oder ob da vielleicht ein Stein gerade vor der Ölwanne liegt und wenn ich jetzt da drüber fahre, reiße ich mir die Ölwanne auf. Offroad fahren ist Teamwork. Lasst euren Beifahrenden aussteigen und schauen, woran es gerade hapert, kommuniziert miteinander und dann kann man die Situation zu zweit ganz gut lösen. Und Leute, wir möchten noch Tipp Nummer 6 sagen, dann sind wir fertig. Bonustipp Nummer 6 ist tatsächlich der Tipp, probiert es aus in einem sicheren Umgebungsfeld, wie zum Beispiel hier in so einem Offroad-Park. Da gibt es einige, einfach mal googeln, vielleicht auch mal eine Trainerin buchen und dann irgendwie ausprobieren. Das bewahrt euch davor, dass ihr irgendwo reinfahrt, wo ihr nicht wisst, was euch erwartet, keine Erfahrung habt und dann sagt, scheiße, jetzt ist 10 Uhr abends, wir haben zwar eine richtig cool aussehende Funzel auf dem Dach und viel Licht, um diesen Stellplatz zu suchen, aber 10 Uhr abends, gar keine Ahnung, wie wir jetzt hier wieder wegkommen und Hilfe nicht in Sicht. Dementsprechend voll gut, solche Erfahrungen dann vorher zu sammeln und dementsprechend irgendwelche Fettnäpfchen zu vermeiden. Offroad-Training, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist in diesem Video sehr ersichtlich geworden. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Sunlight bedanken. Probiert's aus. Vielen lieben Dank. Kanal abonnieren, auch ganz nett. Kommentare schreiben, finde ich auch mal gut. Ja, wir müssen jetzt nach Hause. Bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss.